Nein, ich meine, also entweder kriegt man Bonbons, ja, oder man spielt dem anderen einen Streich. Aha, und was für Streiche sind das? Nun, man erschreckt ihn, schmiert Zahnpasta an die Türklinke, schmeißt Klopapier in den Vorgarten oder bewirft das Auto mit rohen Eiern. Was? Ach Gott, hoffentlich passiert mir das ja dann heute, ja, heute Abend nicht. Das wäre ja schrecklich. Warum? Ja, mein schöner geklauter, ich meine geerbter Ferrari. Der macht dir mal keine Sorgen. Und den hast du ja immer so gut versteckt. Ja, stimmt auch wieder. Aber warum willst du jetzt mit dem Halloween-Quatsch eigentlich zu mir? Das verstehe ich nicht ganz. Nun, es ist doch schon so spät. Und Mama hat gesagt, ich darf nicht alleine um die Häuser ziehen. Ja, da hat meine missratene Tochter ausnahmsweise mal recht. Und was willst du dann bei mir? Ja, ich wollte dich fragen, ob du mitkommst. Was? Ich? Und mitkommen? Nee, du. Außerdem habe ich kein Kostüm. Ach, das macht nichts. Opa sagt doch immer, du wärst eine olle Hexe. Das passt ja zu Halloween. Was sagt Opa immer? Na warte, wenn ich den in die Finger krieg, dann kann der was erleben. Dann bekommt der eine Prostatauntersuchung, aber mit meinem Kochlöffel, ja? Du, aber wenn du nicht mitkommst, dann kann ich ja nicht um die Häuser, um die Häuser ziehen. Moment. Mir kommt eine Idee. Nimm doch den Opa mit. Der sieht sowieso gruselig genug aus. Der braucht gar kein Kostüm. Der wird als lebender Toter auch noch durchgehen, als richtiger Zombie. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Ja, nicht wahr? Hm. Ja, hat die Oma dir mal wieder geholfen, ne? Ja, du bist zufrieden. Ich hab meine Ruhe und Opa Herbert ist aus dem Haus. Was will man mehr? Ja, das lasse ich mir doch nicht entgehen, diese Chance. Ja, den alten Stubenhocker von Ehemann und für dich Opa hier aus dem Haus zu bekommen, ist doch toll. Ja, super. Dann erstmal danke für den Tipp. Ja, kein Problem. Opa Herbert müsste auch gleich hier in die Stube kommen. Dann kannst du den ja nochmal drauf ansprechen. Und sag ihm, wenn er das nicht macht, dann kriegt er ein blaues Auge von mir. Ja, ist gut. So, ich muss jetzt aber in den Kartoffelkeller noch ein paar Zwiebeln für heute Abend, für das Abendessen holen. Ja, ist in Ordnung. Also nochmal danke, ne? Ja, bitte, bitte und viel Spaß. Also Sachen gibt's. Halloween. Und hat nichts mit Österreich zu tun. Merkwürdig. Aber na gut. So, jetzt habe ich mich mal etwas frisch gemacht. Dann gehe ich mal gucken, was die olle Hexe von Ehefrau so für ein Problem hat. Inge Weinschalz! Inge? Ah, hallo Fritz! Na, mein Junge, geht's dir gut? Oh, hallo Opa. Ja, mir geht's gut. Na, sag mal, weißt du, warum Oma vorhin so geschrien hat? Die dusselige Kuh? Na, Opa, das sagt man doch nicht. Nun, aber ich kann's dir sagen, ich habe sie aus Versehen mit meinem Teufelkostüm erschreckt. Teufelkostüm? Wieso? Was ist denn heute? Karneval? Nee, Halloween. Ah, Halloween kenne ich. Ja. Damals, ja, in der Armee, ne, da war ich auch mal in Amerika und daher habe ich das mal gehört. Es ist doch dieses Fest, wo man sich gruselig verkleidet. Ja, genau. Ach so, und deswegen hat die so geschrien? Ja. Das finde ich gut. Kannst du mir das Kostüm mal zeigen? Ja, ich zieh's auch gerne mal wieder an. Ja, aber sag mal, was kann ich denn Gutes für dich tun? Ja, ich wollte dich fragen, ob du mit mir um die Häuser ziehen würdest, wegen Bonbons sammeln. Ho, mein Junge, als ich so alt war wie du, obwohl ich war da ein bisschen älter, da bin ich auch oft um die Häuser gezogen, aber nicht wegen Bonbons, sondern wegen den Frauen. Und dann hatten wir immer Leitern mit, ja. Wieso das denn? Ach, dafür bist du noch viel zu jung, du Lausebub. Das erzähle ich dir mal, wenn du älter bist. So, jetzt zieh mal das Kostüm an, damit ich mir das mal anschauen kann. Ja, gerne. Also, du kommst mit? Ja, natürlich. Ich lasse mir die Gelegenheit doch nicht entgehen, dass ich mal ohne Probleme von der dusseligen Kuh
Inge verschwinden darf, Abstand nehmen kann. Das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Wow, siehst du gruselig aus. Ja, jetzt weißt du ja, warum Oma so geschrien hat. Oh ja. Na gut, du aber, wir haben da ein Problem. Was denn, Opa? Ja, wir haben kein Kostüm für mich. Ja, Oma hat gesagt, du kannst so bleiben, du bist gruselig genug. Ja, das sieht immer wieder ähnlich. Du, aber ich habe in meiner Hosentasche noch ein Vampirgebiss, wenn dir das ausreicht. Ein Vampirgebiss? Ja, wunderbar. Aha. Ja, dann bin ich mal ein alter Vampir. Ja, genau, genau, ein uralter Vampir, ne? Nein, sei mal nicht so frech, ich gehe ja schließlich mit. Ja, dann würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren, denn es ist ja schon früher Abend. Ne? Du weißt ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir wollen ja reichlich an Süßigkeiten sammeln, nicht wahr? Ja, das stimmt. Genau, aber davor singen wir noch ein lustiges Lied. Oder ich sing dir mal ein lustiges Lied vor, was ich damals immer gesungen habe, als ich mit meinen Freunden immer um die Häuser gezogen bin. Ein Lied? Ja, ein ganz lustiges Lied. Das wird dir bestimmt gefallen. Das habe ich damals in einem alten Buch gefunden. Und dann habe ich es auswendig gelernt. Du bist zwar noch etwas zu jung eigentlich dafür, aber davon muss Oma ja nichts erfahren. Hm, okay. Na, also dann. Dann singe ich mal, ja? Ja, ist gut. Okay. 1, 2 und 3. Mimi. Okay, also. Ja, am Stammtisch ist es lustig, ja, am Stammtisch ist es schön. Immer freitags um 8:30 kann man uns hier picheln sehen. Holla hi, holla ho, holla hi, oi, 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 unser Wirt, das ist ein Netter, gibt auch gerne Lage aus. Tönt von Weitem, lasst's euch schmecken, diese Runde geht aufs Haus. Holla hi, holla ho, holla hi, oi, 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 oi. Noch ein Schnäpschen und ne Molle, ruft der Manni frisch heraus. Ich pfeif heut auf meine Olle, geh noch lange nicht nach Haus. Holla hi, holla ho, holla hi, oi, 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 oi. In der einen Hand nen kurzen, in der anderen das Blatt. Hier so spielen wir rund um Runde, haben's lange noch nicht satt. Holla hi, holla ho, holla hi, oi, 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 oi. Ja, so schlägt die 0. Stunde und der Wirt will nun nach Haus. Ach, nun setz dich zu uns rüber, gib nen Scheidebecher aus. Holla hi, holla ho, holla hi, oi, 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 oi. Hey, Herr Wirt, füll unsere Gläser, wir gehen heute nicht mehr heim, denn dort warten unsere Frauen, schlimmer kann es kaum noch sein. Holla hi, holla ho, holla hi, oi, 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 oi. Nun zu Hause angekommen ist das Donnerwetter groß, doch auch das kann uns nicht hindern, wir gehen freitags wieder los. Holla hi, holla ho, holla hi, oi, 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 oi. Jawohl. Aber davon braucht Inge nichts erfahren. Ja, die olle Kuh. Was? Was hast du dir gerade gesagt? Oh, Inge, mein Herzblatt. Ja, scheiße ist. Da hast du aber Sand dran. So, wenn du jetzt in 3 Sekunden nicht machst, dass du hier raus bist, du, dann klatscht es aber kein Beifall. Fritz, los, lass uns gehen. Wir müssen ja Bonbons sammeln gehen. Ja? Pass mir gut auf meinen Enkel auf. Sonst kriegst du ein blaues Auge. Mann.